kann. Nö. Die Armen. Naja, ich muss sie ja töten, ne? Aber das Krasse an dem Spiel ist jetzt ja wirklich, dass ich jetzt meine Ziele selber suchen muss, dass mir die jetzt gerade nicht auf der Karte angezeigt werden. So habe ich Assassin's Creed auch noch nie gespielt. So, mal überlegen. Wo ist denn die Statue? Da hinten. Heißt, das muss irgendwo dahinter sein. Oh. Rein von der Theorie her. Aber das sieht so verdammt cool aus hier. Mega geil. Tü-tü-tü. Das laggt etwas? Also, eigentlich nicht. Eigentlich dürfte es nicht laggen. Komisch. Ich vermute mal, dass das hier die Statue sein wird. Nee, warte mal, das hier ist die Statue. Am Berg Enos. Das liegt, da liegt bzw. lag etwas. Ach so, meinst du das hier? Ach so, ich habe lag gelesen. Ja, das. Ja, gut, das habe ich verstanden. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in dieses Gebiet hier zum Berg Enos. Sind auch nicht, sind auch nur 200 Meter. Kopftisch. Kann ich mir eigentlich hier auch einen Bogen selber craften oder wie macht, wie läuft das hier? Ne, muss ich erstmal kriegen, ne? Und dann kann ich ihn später hier. Genau. Dann gehen wir erstmal in die Richtung. Habt euch. Das hier ist in mein Schwert reingelaufen. Ich war das nicht. Ich danke dir, Ikaros. Oh. Muss das Weingut sein. Direkt vor mir. Ach, was der ist da direkt. Ach, wie cool. Ich bin doch schon hier. Also irgendwie hier. Warum? Da ist es ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Ach, wie cool das hier aussieht. Soll ich ein Rätsel finden auf seinem Weingut? Ach, das ist diese Kiste, ne? Genau. Aber ich finde die Steuerung ist hier viel, viel flüssiger als bei dem Origins davor. Herr, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jede einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Alexios, so ein Glück. Bewahre ich zeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus? Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ah, so einfach ist das. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, mein Freund, sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, mein Freund. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Doris?
Cash. Wie dumm kann man sein? Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Doris kriegt sein Geld, ich kriege meine Zinsen und du hast was zu tun. Gefalenia ist traumhaft, nicht wahr? Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Alexios. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich hab das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn's sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Also, ich muss ja schon sagen, die Gespräche sind wirklich gut. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut. Aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... sieh es als Zinsen an, Marcos. Alle gewinnen, oder? Ja, mein Freund, natürlich. Such dir eins aus. Mein Pferd. Warum hat er kein Einhorn? Erzähl mir von dem Pferd links, Mitte und rechts. Die werden wir jetzt echt über jedes Pferd was erzählen? Geil. Das hat Stil. Erzähl mir was von denen. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, mein Freund. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Ah, mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Ich habe keine Ahnung, welches ich nehmen soll. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Ich nehme das Rechte, das ist ein Schlachtross. Damit kann ich alle Leute töten. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Sagt er das jetzt bei jedem Pferd? Mit Bedacht. Gib mir das mittlere Pferd. Dieses da? Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Er ist bei jedem nicht ganz begeistert. Das linke. Ich nehme das linke. Dieses da? Ich will das rechte nehmen. Ich habe mir so lange. Das ist doof. Ich nehme das rechte. Das da. Ja. Das rechte. Dieses da? Wahrscheinlich hätte er das bei jedem Pferd gesagt. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Marcos. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Doris hast. Ah, Euterpe, es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phoebe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Oh. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Doris, Alexios. Dann gehen wir einfach das kleine Mädchen holen. In Richtung des Sees. Also ist das jetzt das, was? Genau, das hat man sogar direkt an, oder was? Aber cool, wie schnell der hier reitet. Krass. Na los. Was ist das da? Wer bist du? Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Das klingt nicht gut.
Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Da sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Ah, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Wer kann ein Schelm sein? Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Komm, dann gehen wir mit den Göttern quatschen. Keine Sorge, ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldner. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Komm, wir machen die Quest mal eben. Wenn wir schon mal hier sind. Was liegt da? Rüst im dunklen Bereich mit deiner Fackel aus, um deine Umgebung zu beleuchten. Ich hab keine. Oh, warte mal. Kann ich die hier nehmen? Nein, kann ich nicht. Okay, dann habe ich auch keine. Ich habe mich an der Fackel verbrannt, okay? Was ist das hier? Eisenbrocken? Muss ich die hier auch schmelzen? Bevor ich mit den Göttern rede, muss ich erstmal... Jemand hat ihr Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Ich stehe ja nicht. Obwohl, das sind Opfergaben. Die stiehlt man. Ups. Jetzt sieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Hm. Wir passen die Wachen sicher gut auf. Hier kann man Sachen looten, das finde ich gut. Vor allem, wie viel man hier holen kann. Für Sparta! Wie die weggeflogen ist. Au! Banditenschwert. Für Level 3. Und wo ist die zweite hingeflogen? Die kann doch keine Kilometer weggeflogen sein. Oh. Was willst du denn hier? Tun wir so, als wäre ich gar nicht da, ja? Du. Aua, Mann, warum musst du mir so wehtun? Ich würde sagen, der Frau geht nicht mehr so gut. Blöde Planschko. Ganz schön gemein, mir was anzugreifen hier. Und nur mal gucken, was hier abgeht. Komm! Nee, nee, hier ist keiner. Wir hatten nämlich es gesehen. Ich war hinter dem. Oder haben die plötzlich Augen hinter sich? Oh nein, der brennt.
Aber was ich cool finde, dass wenn man jetzt hier ausweicht, dass man so eine Art Zeitlupen-Modus ist, wo man dann so ein bisschen zurückschlagen kann, als Belohnung dafür. Finde ich schon ganz geil eigentlich. Natürlich Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Cool. Dann bestelle ich mal die Diebe. Was ist hier drin? Ah, geil. Ich will jetzt mal noch weitergehen. Oder ist das schon wieder der Ausgang? Ne, aber noch mehr Eisen. Ah, doch, ein Ausgang. Ich muss aber zurück. Oh, Ikaros. Ah, sehr schön. Das ist cool, dass Ikaros mit angreift. Jetzt muss ich mal gucken, ob Zenu bei dem Origins das auch kann. Oder ob ich es nur damals überlesen habe. Weil das mit dem Bogen und Pfeil im Bogen holen, ist mega anstrengend. Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. So. Quest abgeschlossen. Fähigkeitenmenü. Ah, ich habe Level Up. Geil. Höhere Stufen erreichen. Verdiene Erfahrungspunkte, um eine Stufe aufzusteigen und einen Fähigkeitspunkt zu erhalten, den du für Fähigkeiten ausgeben kannst. Neue Fähigkeiten werden nach und nach freigeschaltet und können später sogar noch verbessert werden. Okay. Was finde ich denn wichtig? Ich bin kein Jäger, ich bin auch kein Attentäter, ich bin der Kämpfer. Also wieder Überrennenfähigkeit, Spartiatentritt. Boah! Wie cool, das will ich nochmal sehen, bitte. Bam! Oder der aufgeladene schwere Angriff. Nein, Mann, ich finde Spadiaten ganz cool, eigentlich. Was haben wir hier noch? Phobios beirufen. Waffenknecht. Achso, das habe ich alles schon. Ja, gut. Ich würde sagen, nämlich hier den Spadiatentritt, der ist mega cool. Viele Fähigkeiten werden durch Adrenalin angetrieben, das sich aufbaut, wenn du Treffer landest. Erfolgreich ausweist, gegnerische Angriffe parierst oder eine andere Aktion ausführst. Die Kategorie Spender gibt es noch hier, oder? Nein, Mopsi gibt es nicht. Well. Wenn eine Fähigkeit für eingesetzt wird, wird dein Adrenalinsegment verbraucht und muss wieder auch neu gefüllt werden. KY. Ah, cool. So. Level 2. Neue Gravur. Plus 2% Jägerschaden. Ja, brauche ich ja nicht. Gut, aber ich werde jetzt mal anscheinend rauchen gehen, weil ich jetzt auch schon fertig bin mit Essen. Geht dann gleich weiter. Halte nur den Mund, was soll ich sagen? Ich hab doch keinen...
Ich bin nicht arm. Ich hab, was mir gefällt. Ich bin nicht neidisch auf dich oder dein Geld. Herzlich willkommen in meinem Lebenslauf. Ich bin ganz ruhig. Warum regst du dich denn so auf, wenn du dann durchdrehst und mich wieder verhaust? Stellst du dir selber ein Armutszeugnis aus? Du kannst mir leid tun. Die Flut, sie macht dich blind. Du hast verloren. Ich bin nicht mehr dein Kind. Mach die Augen zu und küss mich. Und dann sag, dass du mich liebst. Ich weiß genau, es ist nicht wahr. Doch ich spüre keinen Unterschied, wenn du zu und küss mich. Mach mir ruhig etwas vor. Ich vergesse, was passiert ist, und ich hoffe und ich träume, ich hätte dich noch nicht verloren. Es ist mir total egal, ob du wirklich etwas fühlst. Tu, was du willst. Was du willst.